Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Okami HD. Bevor wir loslegen, möchte ich kurz anmerken, dass ich es toll finde, dass ich bei jedem Spielstart erst damit begrüßt werde, dass sie mir sagen, wie ich meinen Joy-Con halten soll. Und dann Sans Drogencousin um die Ecke kommt und tolle Geräusche macht. Da hab ich gleich wieder Bock. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe das Spiel durchgespielt und bin nicht ganz sicher, wer Sans Drogencousin ist. Scheinbar soll man das. Das ist Sans Drogencousin. Punkt. So, wir haben letztes Mal hier ein bisschen Scheiße im Dorf gemacht. Susano ist keck. Der Brasser ist Futter. Und die Typen haben jetzt einen Anfall. So, du sagtest ja, man kann jetzt Futter kaufen. Wo denn? Direkt beim Stein, wo der Händler gestanden hat. Da hat er jetzt einen Stand. Ah. Nee, hat er nicht. Welchen Stand meinst du? Futtersack für samenfressende Tiere. Ich würde sagen, ich nehme mal einen davon mit. Am Anfang waren die oberen beiden. Dann nehme ich mir auch von denen noch jeweils eins mit. Dass ich einfach von jeder Sorte eins. Du kannst die Reste, die Hasen mit Grün füttern und die Hühner mit Samen füttern. Hier sind Hühner. Vorne bei dem einen Haus waren die ganze Zeit welche. Samen fressen, Pflanzen fressen. Ich muss mir jetzt keine halbe Stunde ansehen, wie du frisst. Mann, du hast mich daran gewöhnt, dass es nur skippen. Das große Problem ist, jetzt habe ich die legendäre Zahl nicht mehr. Also irgendwo waren ja. Hühner, ja. Ach stimmt, euch habe ich ja schon genug gemobbt. Übrigens, ein Tipp, dafür bräuchst du aber nochmal Samen. Bei Feld müsste es noch Spatzen geben. Ja, ich lasse jetzt erstmal damit und geh mal weiter. Wir wollen doch sicher alle sehen, wie es außerhalb von Kamiki jetzt weitergeht. Vor allem ich. Ich muss endlich mal weg von diesen ganzen Scheißcharakteren hier. Weißt du, was das Problem ist? Sie werden noch schlimmer. Susano ist bereits vorausgerannt. Ja, der sowieso. Alles klar, das Shinshui. Shinshu-Feld. Hä? Das weißt du vielleicht schon, ja, aber das hier ist das Shinshu-Feld, das schönste Feld in Nippon. Zumindest wird das so gesagt. Aber seit diesem Zwischenfall empfange ich hier schlechte Schwingungen. Wir sollten besser aufpassen, wenn wir gehen. Du kannst die Karte ansehen, in denen du ZL gedrückt hältst. Achte drauf, während wir voranschreiten. Alles klar, ja, das sieht auf der Karte bereits wunderbar aus. Man gebt euch das. Ein fliegender Teppich. Der offizielle Name ist Schrifttrolle. Das ist der erste Wächtersprössling, der auf unserer Karte markiert ist. Das scheint ein Platz zu sein, an dem sich Reisende ausruhen und erholen können. Aber jetzt guckt ihr das an. Er sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenfallen. Dieser Platz macht einen verfluchten Eindruck. Orte, an denen das böse Fuß gefasst hat, locken Monster von nahen Fernern. Sie werden verfluchte Zonen genannt. Aber ich habe noch nie eine so große wie diese hier gesehen. Sie hat alle Pflanzen in diesem Gebiet verwelken lassen, sogar den großen Baum. Es würde ein Monster mit Kräften größer als die eines Gottes brauchen, um dies zu bewerkstelligen. Dieser Baum ist ein Abkömmling von Sakuya. Er beschützt die Natur in dieser Gegend. Ich frage mich, ob der natürliche Schönheit wieder zurückkehrt, wenn wir ihn wiederbeleben. Aber wie können wir das schaffen? Sicher nicht, indem wir den Boss, von dem du geredet hast, besiegen. Das ist nicht die Lösung, kann ich dir schon mal sagen. Echt jetzt? Und was? Du wirst ja von Rocky geredet haben. Und was ist das für ein Kampf? Falscher Button. Ich sagte, danke. Das ist irgendein Special-Kampf gewesen? Oder ändert sich der
Ach so, weil der Hintergrund anders war, ändert der sich immer, oder? Das sind die Standardkämpfe. Und das Ding triggert die gerade einfach, diese Kämpfe, oder? Ja, Schrittpoints sind die auch mal eine Counter. Ach so. Double Kill. Und abstechen. Hui. Lohnt sich das, die alle zu besiegen? Also, es lohnt sich ja eigentlich schon ziemlich, wenn man bedenkt, dass man für alle Kämpfe sowohl Jäger als auch Dämonenzähne bekommt. Und ich sag's mal so, es gibt einige sehr epische Sachen, die bekommt man nur für Dämonenzähne. Und ein paar andere, die bekommt man nur für Yen. Das Hanatal ist da drüben. Aber da hinten ist offensichtlich ein NPC. Vorher renne ich aber zu dem Gegner hier. Das da drüben ist ein anderer, oder nicht? Der ist aber, glaube ich, auch schon. Ach, der Gitarrentyp. Ja. Ich dachte von oben. Nein, man hat schon bekommen. Die Gitarre ist doch da. Meinst du so? Fast. Ah ja, noch etwas. Ich bin vor kurzem auf die Idee gekommen, im Fächermenü mal die Fähigkeiten nachzulesen und habe dabei herausgefunden, wenn man B gedrückt hält, kann man zu einem geradere Linie zeichnen und zum zweiten schneller. Aha. Das steht unter Kraftstreich. Eine weitere Statue? Hat sich hier jeder zu Stein verwandelt? Sie müssen von einem fürchterlichen Fluch betroffen sein. Der einzige Weg, ihnen zu helfen, ist, diese verfluchte Zone des Bösen loszuwerden. Ja, dann, wo waren... Ach so, ich bin in die Zone reingerannt. Das ist schlecht. Es sieht so aus wie eine reguläre verfluchte Zone wie vorhin, aber das Böse ist hier aus der Nähe noch viel schlimmer. Es würde eine normale Person sofort verfluchen. Ich befürchte, dass es sogar dir Energie entziehen wird. Ja, und deswegen raus. Aber warte, inwiefern war ich denn da gerade in der Zone? Ich mach die Karte auf. Keine Ahnung. Ich stand hier. Eigentlich ist alles, was auf der Karte rot ist, verflucht und manchmal noch ein paar extra Orte, wie in dem Fall der Fluss. Bruh, das war ja komplett unlegit. Weil du sagtest mit BA. Ne, da muss man aber die Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten. Und das ist ranzig, das mag ich nicht. Aber wenn du es noch nicht gedrückt hast, kannst du dich jetzt dann auch schneller bewegen. Ja, das bringt aber nichts, wenn ich nicht zeichnen kann währenddessen. So. Den habe ich auch weggemacht. Hier war irgendwo noch so ein Vieh, oder nicht? Also vier. Bei den Techniken kannst du auch, vor allem bei den ersten paar, ein paar Hinweise nachschauen, was du tun kannst, wenn es nicht funktionieren möchte. Die hast du aus Versehen aber zu häufig gehittet. Man kann die zu häufig hitten? Wenn sie nach ihrem Tod noch einen Treffer einstecken, dann zählt das automatisch schon als vernichtet. Und wenn das Ganze dann falsch mit dem Dämonenzähne, das bekommt man nicht. Zack. So, mal wieder ein paar auf die Schnauze gegeben. So, 820 Yen gibt's dafür noch. Das Futter haben wir wieder so ziemlich drin. Ich drück den falschen Knopf. Hier ist nicht fad. Ich sagte ja, der Fluss ist auch mal Fluss. Ich hab nicht mal gesehen, dass da ein Fluss ist. Das ist den Bereich abgekannt. Naja. Das Viech will aber auf jeden Fall auf die Schnauze. Och, zwei Gitarrenbananen. Und zack. So.
da bekomme ich jetzt hoffentlich ein bisschen was. Der Kampf war meiner Meinung nach zumindest relativ gut. Ja, die Kirschblütenbewertung auf allem passt. Also hier hinten kann ich noch lang gehen. Wenn das hier jetzt sagte, da ist was, kann mich das Game mal. Okay, hier komme ich dann aber in ein verfluchtes Gebiet. Da muss ich weg. Also offensichtlich muss ich dahin, wo es blinkt. Irgendwie hatte ich da gerade ein bisschen komisch geguckt. Also, was ist denn das hier? Moin. Namenloser. Was ist gerade passiert? Ich war gerade dabei, Holz zu fällen und mich wie gewöhnlich an der Natur zu erfreuen, als ich auf einmal ein lautes Rumpeln vom See wie von einem Erdbeben hörte. Dann wird auf einmal ein mächtiger Windstoß aus dem Nichts. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert ist, aber als ich wieder zu mir kam, war es so wie jetzt. Meine Kunstwerkstatt war genau auf der anderen Seite des Stroms, aber sie ist verschwunden, als diese verfluchte Zone hier erschien. Die Erde muss wütend sein. Mann, alles, was ich immer machen wollte, war ein Eintrag mit der Natur zu leben, aber das gilt jetzt nicht. Ich habe einen seltsamen Kauz bemerkt, der vom See nach Kamiki lief. Wenn man das auch ist, ich hoffe, Mutter Erde wird ihn beschützen. Aha. Was mit der Natur bloß los, Kumpel? Willst du Höhle erforschen? Sie ist der Eingang zu einem Ort, den man Hanatal nennt. Dort gibt's einen unglaublichen Wasserfall, aber die Monster leben jetzt da. Dort gibt's eine spacige Kristallkugel, die Pflanzen wachsen lässt. Man würde denken, dass Gärtner scharenweise wegen ihr kämen. Tatsächlich ging vor nicht allzu langer Zeit dieser Susano da rein. Das ist seltsam. Nein, er ist seltsam. Normalerweise rennt er davon, wenn er ein Monster sieht. Und er scheint auch nicht der Typ zu sein, der sich mit Gärtnerei beschäftigt. Auf jeden Fall bedeutet es schlechtes Karma, Mann. Man könnte angegriffen werden, wenn man da reingeht. Boah, der Typ reilt endlich mal, was für ein Keck Susano ist. Der ist mir sympathisch. Das sage ich nicht oft über Charaktere in diesem Spiel. Haus des Namenlosen. Eine lange Reihe von Männern, die das Hanatal beschützt haben, hat hier gelebt. Aha. Na, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Der Kerl hängt das letzte Zeugnis zusammen, die ich hier auf dem Schützenfeld leider vergessen habe bei meinem Spieldurchlauf. Ja, sehr idyllische Gegend. Da kann ja wohl niemand was gegen sagen. Wie doch? Der Fluss hier ist eindeutig immer noch ziemlich im Eimer. Leute, das ist extreme Umweltverschmutzung. Warum glaube ich, ich brauche da jemanden, den ich nicht brauchen will? Zumindest wenn ich dran denke, wie wir den letzten Felsen der zerstört haben. Dieser Fels steht nicht im Weg für irgendwas. Oh, das sah irgendwie so aus. Er erhöht Göttlichkeitsstufe mal. Was heißt das jetzt genau? Das wird, glaube ich, in einer Spielstunde oder zwei Spielstunden, keine Ahnung wann genau, von einem Reiseführer erklärt. Hey, kann man hier echt nicht durch? Nee, du musst den Fluss überqueren. Aha, und dazu sollte ich ihn vielleicht erstmal wieder... Ich glaube, hier ist er nicht verflucht. Echt nicht? Oder jedenfalls nicht so stark verflucht, dass du dich nicht reinbegeben willst. Jetzt ist nur die Frage, was es bringt. Ja, da ist das Problem. Wenn hier überhaupt das ist, dann ist es eine Nachttruhe. Eine Nachttruhe sehe ich auch nicht. Die Kamera kann ich leider nicht gescheit halten, wie ich sie will, aber... Ja. Wenn ja, dann ist die sehr charmant. Park zu erkennen. Du solltest eigentlich trotzdem, auch wenn der Fluss nicht so schlimm ist an Land, da sind offensichtlich Keks. Einer down. So, der Kaffee ist so schwer.
Ja, zu oft gehittet. Ja, und dich zu wenig. Wo sind die Items? Lebt noch einer? Nee. Nee, und das war offensichtlich ziemlich gut, wenn man auf die Bewertung guckt. Am Anfang ist es aber auch nicht so schlecht. Oh ja, das... war nichts. Oh. Hä? Wir haben die Monster erledigt. Warum verschwindet dann die Kraft der Götter? Ich schätze, die Kraft, der Fluch auf den Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um diese verfluchte Zone gekümmert haben. Ja, gut. Das war wohl doch noch nicht genug. Ein Futtersack für Fische. Also, ich glaube nicht für Fische. Fische sind mit Fischen. Ja, habe ich auch gerade bemerkt. Auf einmal ist hier der Himmel komplett anders. Oder zumindest hier die Farbe der Umgebung. Die Bäume sind sehr eigen. Hey, guck dir diesen Baum an, der bewegt sich. Pass lieber auf. Oh Gott. Kann man die bekämpfen? Hast du das gesehen? Er hat mit denen eine Frucht nach uns geworfen. Zeig ihm, was eine Hake ist. Versuch die Frucht auf ihn zurückzuschlagen. Mal schnell einen Strich, um die Frucht zu treffen. Du weißt wie, ne? Moin. Ja, das weiß ich. Guck mal, du hast ihn mit seiner eigenen Frucht betäubt. Lass uns schnell am unheimlichen Baum vorbeigehen, solange wir können. Das beantwortet meine Frage. Moinsen. Oh Gott, ich hab grad gesehen, da kam von dem ersten schon wieder was an. Ich glaube, da sollte ich nicht runter, wenn ich es überhaupt kann. So. Pfirsich. Och, so ein scheiß Baum, Digi. Oh mein Gott. Wir haben auch lauter Angriffe. Und stinken nach Kot. Töten kann ich nicht. Schade. Aua. Mach nochmal, ich will mal gucken, ob da hinten was ist. Hä? Der war nicht senkrecht, glaube ich. Ne, waagrecht. Och, jetzt habe ich wieder einen falschen Knopf gedrückt. So, hat sich's gelohnt. Überraschung, nein. Tschüss. Ja. Sobald du aber etwas mehr erreichen kannst, kannst du das ganze Siegel anschauen. Alter, ich drück die ganze Zeit Y statt L. Y muss ich jetzt drücken. Geisterkugel M. Gibt eine Einheit Solarenergie. Okay. Da ist was. Da hinten stand wer, habe ich schon gesehen. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas... Dass sich eingraben kann. Wäre schön, wenn erstmal die Keks aus dem Weg gehen, damit ich gucken kann, was genau der überhaupt macht. Ich muss jetzt gucken. Digga, ist das dein... Soll der so viel tanken? Na,
Nach dem Kampf kannst du dir da sein Eintrag im Bestiarium anschauen. Da steht, wie man die perfekt bekämpft. Ich bezweifle, dass es so ist. Kann ich den irgendwie... Ja, so schon gar nicht. Obwohl er ist auf jeden Fall aus der Erde gekommen. Kann ich irgendwie die Trommel kaputt machen? Ach, scheiße, da habe ich getroffen. Ja, den Kampf kriege ich nicht gut hin, offensichtlich. Ja, genau so. Und verpiss dich. So. Ja, Zeit ganz scheiße, Schaden auch nicht gut. So, damit habe ich hier offensichtlich was richtig gemacht. Ach, du bist es. Was soll der Lärm? Ah, du bist es, du Kläffer. Was machst du hier? Geh nach Hause. Ihr habt dir bereits gesagt, dass ich keinen Schüler hier brauchen kann. Ich kann dich nicht gebrauchen. Also, ich wünschte es. Jedenfalls ist das Hallerteil kein Ort für einen wie dich. Dort hinten ist mein geheimer Trainingsplatz. Es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Um zu trainieren. Ja, jetzt verpiss dich, bin fort mit dir. Oh, darf ich dir auf die Schnauze geben, bitte? Das ist seltsam, ich weiß, hier gibt es irgendwo ein Video. Was willst du? Ich hab gesagt, ich bin fertig. Vielleicht erstmal das Bestiarium lesen. Nein. So, meinetwegen. Bestiarium. Gelber Teufel. Der Volksmund sagt, dass diese Teufel niemals aufhören, Unheil zu treiben. Vergraben in der Erde lassen sie ihre mächtigen Trommeln erschallen. Der Schall der Trommeln lässt die Erde beben. Spring, um den Angriff auszuweichen. Ja, das habe ich schon gesehen. Die Legenden erzählen, man soll sie aus dem Boden locken und von hinten angreifen. Obwohl mit Krankheiten durchsetzt, werden sie oft skurril dargestellt. Hab ich den nicht großteils von hinten angegriffen? Erst nachdem du ihn aus der Erde gelockt hast, aber sie müssen bereits beim Auftauchen schon von hinten angegriffen werden. Und eins sagt, wenn sie dich nicht sehen und du sie von hinten triffst, dann senkt das ihre Verteidigung, wenn ich mich recht erinnere, auf die Hälfte oder so. Wow, sieh dir mal die Wandmalerei an. Ich hab gehört, dass ein Kristall der Bäume wachsen lässt, irgendwo hier aufbewahrt wäre. Ja, das haben wir gerade gesagt bekommen. Aufgrund dieser Malerei würde ich sagen, dass das Gerücht stimmt. Trotzdem stimmt irgendwas nicht. Fühlst du dich auch, es fehlt irgendwas an dieser Aha. Zeichenkunst. Ich glaube, deine Zeichenkünste ist noch ein klein bisschen verbessert. Das wird nix. Ich sag das so, es gibt eine Sidequest in dem Spiel, die basiert darauf, was Sachen richtig zu zeichnen. Oh. Was ist denn mit Willen? Wie ist das passiert? Jetzt kann ich mich verstecken. Ich meine, jetzt kann ich trainieren gehen. Halt die Schnauze. Gibt's da hinten einen Save Point? Ja. Okay. Ansonsten wäre ich jetzt zurückgegangen, weil die Folge soll langsam enden. Oh, die Nacht ist auch rum. Jo. Ja, die Nacht ist angebrochen. Keine Ahnung, aber es war gerade die ganze Zeit eindeutig Nacht. Das ist ja schon der zweite Tageszeitenwechsel in der Folge. Geplant. Und wo ist jetzt der Save Point? Was für ein seltsamer Ort. Ist das wirklich der geheime Trainingsplatz, den Susanne? Du meinst sein geheimes Versteck?
Wo ich schon von ihm spreche, wohin ist der Alte überhaupt? Wo versteckt er sich? Also, dann muss ich kurz weiterspielen, offensichtlich. Nur ein kleines Stück. Da stand Ansehen, danke. Versteht, darum ist also ein Altar hier. Er dient zur Verehrung der Sonne, die hinter, die hier in das Tal hineinscheint. Jetzt schon. Hä? Ich wette, es wird etwas passieren, wenn wir das nur hinkriegen. Ich weiß, in diesem Raum liegt ein Geheimnisverbot auf Deutsch. Ich muss erst was anderes machen. Was ist mit der Pfütze los? Sieht ganz schön abgehalftert aus für einen angeblichen Großaltar. Ich wette, hier war früher mal was drauf. Und was? Hui. Was ist denn mit diesem winzigen Sprössling los? Riech einen schwachen Duft, als ob Sakuya aus diesem Sprössling käme. Ja, hä? Und was soll ich jetzt machen? Warte, es gibt nur eine Option. Ja, das Einzige, was ich weiß, ist die Sonne hinmalen. Das weiß ich nicht. Wenn es eine Option gibt, dann kenne ich sie nicht. Hui, irgendwas machen. Der Weg da drüben weitergehen ist die Option. Der ist... Ach, das sind ja Holz. Das sind ja aus Holz. Die sind ja aus Holz. Und da ist auch der Safe. Joa. Also der Ort gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich muss halt persönlich sagen, dass ich unter anderem nicht so viel aufgenommen habe, weil mir der Anfang des Spiels, vor allem Kamiki ehrlich gesagt, nicht sonderlich gut gefallen hat. Aber das finde ich doch schon vielversprechender. Vor allem ein paar mehr Kämpfe finde ich gute Sache. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Okami HD. Bis dann und ciao.